herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Tomo, das hier live. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier. Schönen guten Nachmittag oder Frühabend euch allen hier. Ja, es ist endlich Sommer, ne? Kann man sagen. Also noch ist es bei uns nicht so krass warm. Oh. Was geht denn hier ab? Pikmin, du hast hier Eierzahl. Was geht hier ab? Sind direkt so krass hier reingestartet. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Einen Moment in Ruhe lassen, aber du wolltest doch was von mir hier. Ich habe mich in Sophie verliebt. Du hast es in Sophie verliebt, Pikmin. Oh ja. Das wird ja hier ganz interessant, ne? Ich kann dir helfen. Wie soll ich es ihr sagen? Ja, wie sagt man sowas am besten? Ich glaube, ich habe das damals mit mir und Kröte ja auch so ein, voll Sacker-mäßig gesagt. Einfach, ich bin nicht so ein Typ von einer Show. Oder ein Lied singen. Oder ein Gesang. Oder Spruch. Das ist alles viel zu kitzig. Oder so noch romantisch. Alles viel zu kitzig. Einfach klasse sagen. Was vor allem tut, was zweifelt. Nee, das ist erst der Großfehler, den man machen kann. Okay, also, überhaupt erstmal, ne? Ich habe da selbst noch nicht so große Erfahrungen im Real-Life, aber sagen wir einfach mal, sag's klasse ist. Ich meine, bei mir hat es immerhin auf dem Klassenweg mal funktioniert. Also keine Such- und Fallzahl. Im Klassenzimmer? Seit wann gibt es eine Schule in Tomodachi Life? Aber nein, wir machen es schön hier. Entweder im Café oder am Strand. Am Strand ist doch immer am schönsten. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? In Ordnung, dann nehme ich jetzt allen Mut. Einfach so wie man ist hingehen und das wird schon gut gehen. Eieiei, hier, das ist ja spannend. Also Sophie, jetzt siehst du, ob du wenigstens den Tom das live ausreißen kannst, Kappa. Ich habe mich schon in dich verliebt, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Wollen wir miteinander gehen? Das ist jetzt aber ganz in trocken gesagt, ne? Mit Freuden werde ich die deine. Aber okay, das hat ja zu funktionieren. Krass. Na dann freuen wir uns. Es ist ganz toll gelaufen. Wunderbar. Sind direkt eingezogen, so eine Partnerin. Und Sophie, herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt so mit Pikmin zusammen. So, da tun wir jetzt erstmal hier ein schönes, hier, das hängen die wir jetzt direkt doch gleich mal an zunächst Mobiltelefon. Damit kannst du schön in Kontakt bleiben dann mit Sophie. Ist ja wichtig. Bitte sehr. Ein kleines Danke. So, ja, der freut sich tot, das ist schön. Also mal Glückwunsch an uns beiden. Damit haben wir das zweite Paar hier in Tomodachi Life. Ja, das seht ihr mal. So schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen. Einmeldung. Was geht denn jetzt hier los? Ist wie die Nacht so gleich die Wald getragen, oder wie? Auf den Rang tolle Mädchen. Okay, interessante Kategorie. Es kann jetzt eingesehen werden, wer die beliebteste, weiblichste Bewohnerin von Gamer Codes ist. Also ich glaube, wenn es Eltern so viele Auswahl haben, wir da nichts, ne? Aber als die Beschwerdeführerin merkte, wie weit oben sie auf der Liste steht, zog sie ihre Beschwerde sofort zurück. Alles klar. Die werden immer auf dem neuesten Stand gehalten. Schaut sie euch ja, sagen wir doch gleich mal. Ich glaube, die haben ja nur zwei Mädchen oder so, wenn man sich alles täuscht hier, auf der Insel. Das heißt, groß kann die Liste nicht sein und vor allem viel Auswahl. Gibt's auch nicht, ne? Wird es zwei Fall einer. Drei haben wir, sorry, ist bisher auch noch da. Zwei von drei sind schon zusammen, nur Michel hat noch keinen hier. Bin mal gespannt, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Und irgendwie auch noch kein Beliebtheitspunkt. Aber das kommt so noch, Michel. Ja, positiv bleiben. So. Bleiben wir mal hier und schauen, was die anderen wollen. Aber Glückwunsch erstmal hier an, Pikmin und Sophie, dass ihr jetzt ein Paar seid hier in, Tomodachi Life. So. Und hier sind wir jetzt bei Michelle. Was könnte ich nur sagen, wenn ich... Was du sagen kannst, wenn du wütend bist. Man muss ja immer kinderfreundlich bleiben, also so... ein... Mist. Normalerweise würde ich ja Scheiß sagen. Aber das ist ja nicht kinderfreundlich.
Und zwar richtig so, genau, einfach so rumhüpfen und richtig wütend so. So ein Mist! Und das funktioniert. So ein Mist. Ja. Yeah. Genau, so ist es super. So. Jetzt haben wir mal was Grote Möste. Guten Tag. Guten Tag. Hier ist ein Brief angekommen. Komm aufs Dach. Ich muss dir etwas sagen. Ist ein Brief angekommen. Komm aufs Dach. Muss ich was sagen. Ich weiß nicht, von wem er ist. Soll ich trotzdem Was meinst du? Ja, ich geh einfach mal hin und schau, was das ist. Aber das macht jetzt ein bisschen Angst, ja, okay. Sagen wir doch mal. Was geht denn jetzt wieder los? Das dubiose Treffen auf dem Dach. Was macht ein Gamer hier? Wir haben beschlossen, dich beim nächsten Staffellauf zum Schlussläufer zu machen. Das ist jetzt ja krass, ne? Wer war denn das? Na, egal. Hauptsache, ich war da und hab's mir angesehen. Okay, ich sag jetzt mal nix weiter dazu. Wie? Ah ja, also wir tun hier... Ich will es nicht... was auch immer wir machen. So, jetzt hören wir mal weiter, was Bongi möchte. So. Es ist so heiß, ey. Hier im Keller ist es halt kühler, trotzdem ist es heiß. Vor allem jetzt so ab Montag, wenn es bei uns so über 34 Grad warm. Das wird dann richtig lustig. Ist dann so ein Hochsommer ausgebrochen, ey. Bin so froh, dass ich mein Pool draußen aufgebaut habe, aber das ist im anderen Part mal mehr. So hat's geschmeckt. Fand es himmlisch lecker. Wunderbar. Bitte sehr. Ein kleines sogar noch ein kleines Dankeschön. Oh, pardon. Kleines Dankeschön für mich. Oh, Haarfärbespray, okay. Kann man bestimmt mal gebrauchen. So, jetzt sind alle Bewohner mal zufrieden. Man glaubt es nicht. Schauen wir uns doch mal die aktuellen Nachrichten an und dann würde ich sagen, ganz klar, das Highlight von Party war da Sophie mit. Pikmin zusammengekommen ist. Aha. Das ist Bongi blöd gelaufen, ne? Es hat den Anschein, als fühlten sich die Schafe zu ihm hingezogen. Alles klar. Nach ihrer Meinung gefragt. In der Welt geht es wohl wirklich vorwärts. Ich habe mir schon gedacht, dass es so enden würde. Danke fürs Zuschauen. Immer diese random Kommentare nachresten, die halt einfach nichts mit irgendwas zu tun haben. Aber okay, es sind sehr witzig. So. Ja, hier ist doch wie immer so ein schönes Männertreffen. Schauen wir da mal rein. Was dich ist heute so unterhalten beim Männertreffen. Ich glaube, ich brauche dringend eine neue Herausforderung. Wir nehmen jetzt noch ein paar. Vielleicht ein wenig Sport. Ich sag's ganz ehrlich, keiner steht so sehr auf Parfüm wie ich. Könnte stimmen. Wenn du das sagst, dann stimmt das wohl. Irgendwie ist heute hier unser, nicht irgendwas, wo man mal hingehen könnte. Ist der Cookie immer total nach rechts. Und irgendwie null auf den Test, aber okay. In den Vergnügungspark gehen. Wie werde ich ein besserer Sänger? Karaoke singen. Nimm Unterricht bei jemandem, der wirklich gut singen kann. Der erste gute Gedanke. Ich bin begeistert. Ich bin ziemlich sicher, dass ich in letzter Zeit zugenommen habe. Du siehst aber genauso aus wie immer. Ist mir auch gleich aufgefallen. Ich glaube, ich muss etwas mehr trainieren. Okay, also die reden so halt über meine
Aber was auch immer, Beatles. Ah, okay. Lass mir die mal weiterreden hier. Und. Wir gehen wieder erstmal hier zum Brunnen. Gibt's denn das Neues? Dann sind wir noch mal zum Apartment. Und schauen erstmal, was es hier noch so Neues gibt. Nämlich bei Sophie. Guten Tag. Guten Tag. Ich möchte etwas Neues. Etwas Neues im Anzieh. Klar, nachdem man zum Partner hat, muss man auch im Fress einen neuen Look haben. Das ist ja klar, ja. Ja, komm, kaufen wir was Neues zur Feier des Tages. Diese richtig krassen. Ich weiß nicht, hast du das jetzt? Ich glaube, das hast du schon, ne? Ich kaufe mir mal eine andere Farbe. Nämlich in grün. Vielen Dank. Ich glaube, in grün hast du es noch nicht, ne, oder? Weil ich jetzt im Bild. Ach so. Bin ja mal gespannt. Es gefällt ihr total gut, das ist doch schön. Du hast auch noch kein Mobiltelefon, ne? Das denken wir jetzt auch Mobiltelefon. Erst jetzt kannst du damit Pikmin telefonieren. Das ist ja wichtig hier, ne? In Kontakt bleiben bei das Mobiltelefon. Du weißt doch, wie groß wir hier auf der Insel im Durchschnitt sind, oder was? Wie? Ich hab nur einen halben Dings gelesen, aber egal. Whatever. So. Okay, machst du auch was? Soll mal jemand helfen können? Guten Tag. Guten Tag, das habt ihr aufgeweckt, ja, das tut mir leid. Ich werde um Nein sagen, wenn mir etwas Sorgen bereitet. Was hältst du davon? Ja, das ist doch. Klingt gut. Alles klar. Eine sehr wichtige Phrase. Gut, ja, sind alle wieder zufrieden? Wunderbar. Schön, dann machen wir jetzt noch den schönen Ereignis, den schönen Brunnen. Und ich sammle die Moneten von allen ein, weil der ist ja wieder gesagt, ihr könnt gerne hinzukommen, wenn ihr wollt. Ich werde im nächsten Part auch wieder jemanden hinzufügen, weil es eigentlich heute schon. Aber sagt mir, komm, jetzt ist, ihr hört mal wirklich was vorangegangen in diesem Part. Den füge ich heute keinen neuen dazu. Das mache ich dann erst im nächsten Part. So. Jetzt geben alle hier schön brav das Geld ab. Sind inzwischen noch wirklich schon einige Leute. Und inzwischen dauert es auch ein kleines bisschen, bis hier alle durch sind. Aber so krass lang dauert es auch nicht. Klar, man könnte es überspringen, aber ich will es eigentlich nie überspringen, weil ich das ganz nett finde. Und ich meine, die halbe Minute, die haben wir auch, ganz ehrlich. 117 Euro. Das ist doch ordentlich. Wenn man das jeden Tag hat, dann hat man auch irgendwie ein Geld, um hier alles Mögliche auszukaufen, ne? Das ist doch praktisch. Ja! Ne, das soll es dann auch noch langsam von dem Part gewesen sein. Ist jetzt nicht krass lang, aber hier beim Fotograf haben wir schon mal. Eigentlich haben wir sonst alles schon gemacht, ne? Ich weiß eh gar nicht, was. Das sind hier gerade weniger bei Männertreff. Jetzt mal nochmal gespannt hin. Ich weiß halt gar nicht, was man hier sonst noch die ganze Zeit machen soll. Jetzt sind hier nur Bongi und. Ne, Sustin und der Gamer. Haben wir die nochmal kurz zu? Ich habe neulich so ein echt lautes Lachen aus dem Apartment von Kröte CST gehört. Aus dem Apartment von Kröte CST? Ich glaube, ich habe ein wenig zugelegt. Wusste ich's doch. Es ist voll fies, dann sowas zu antworten. Der Beste ist doch. Zum Quatschen einladen. Aber sowas von. Kann ich nicht irgendwie größer werden? Wirklich klein bist du aber nicht, oder? Okay, also die reden hier noch schön weiter.
Lass mir die einfach reden. Und ja, ne? Ich würde sagen, das war's dann so mit dem Part für heute. Im nächsten Part geht's weiter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!